Hallo zusammen, willkommen zurück zu Return to Monkey Island und ich habe wieder ein bisschen Zeit gehabt zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Das heißt, ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen von dem, was ich machen wollte, aber ich versuche mich mal dran zu erinnern. Wir versuchen gerade die Crew davon zu überzeugen, dass sie für uns stimmt, wenn wir sagen, hey, wir wollen nach Monkey Island fahren. Warum LeChuck das nicht einfach mit Gewalt durchsetzt, verstehe ich nicht, weil das wäre doch normalerweise seine Art, aber na gut. Wir hatten uns mit der Köchin beschäftigt. Die Köchin hat so einen Vertrag, mit dem sie befördert werden will. Das brauchen wir aber nicht, um ihre Stimme zu kriegen, sondern sie stimmt einfach mit der Iron Rose. Ich weiß gar nicht, was Iron Roses Rolle auf dem Schiff ist. Mit der stimmt sie zusammen ab. Das Rezept brauchen wir trotzdem, damit sie uns so ein Gericht herstellt oder kocht, das der Typ im Ausguck gerne isst. Flambé heißt der nämlich. Und dann hatten wir noch den Typ, der kopfüber hängt. Der wollte irgendwie Ablenkung haben. Iron Rose hat uns, glaube ich, nicht gesagt, was sie haben will. Und die Frau da drüben, Flair, die möchte, dass wir ihr Lieblingsmesser oder Axt oder sowas zurückbringen, was die sie in den Rücken des Dudes gehauen hat, der über Bord geworfen wurde. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich tauchen müssen. So, ich glaube, das war alles, an was ich mich erinnern kann. Mal gucken, was die To-Do-Liste dazu sagt. Aha! Genau, Iron Rose, Flair, Gory, Putra und Flombie. Putra und Iron Rose zusammen und so weiter und so fort. Okay. Immerhin brauchen wir auch nur 4 Stimmen. Irgendwie dachte ich, da wären mehr Leute gewesen. Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Kann nochmal die Zettel lesen, vielleicht war da was Wichtiges. Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Ist Molly jetzt das Huhn oder ist Molly die Ratte? Wahrscheinlich ist Molly das Huhn, oder? Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel löschen, das ist noch wichtig. Ich weiß noch nicht, was das richtige Löschmittel ist, aber das werden wir noch rausfinden. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Was haben wir denn ansonsten noch an Hotspots hier? Oberdeck, das war's eigentlich. Wir können nochmal zu LeChuck reingehen. Und ich würde nochmal kurz in mein Inventar schauen. Wir haben Murray dabei. Den Antrag wollte ich ja eigentlich LeChuck unterjubeln. Oder wir unterschreiben ihn einfach selbst. Ich glaube nicht, dass ich seine Unterschrift imitieren könnte. Ah, okay. Sie ist ziemlich unverwechselbar. Vielleicht brauchen wir ein Dokument von ihm, das, von dem wir das kopieren können oder so. Können wir den Antrag mit irgendwas anderem kopieren? Nope. Ich glaube, die anderen Sachen haben wir alle schon miteinander probiert. Die Einführungsbroschüre, hatte die eine Unterschrift? Copyright LeChuck. Sieht nicht so aus und lässt sich ja auch nicht kombinieren. Okay, ich gehe nochmal einmal rein und gucken, was er jetzt sagt. Solltest du nicht schrubben? Mit LeChuck sprechen. Eine Quizkarte. Was glaubst du, was du da tust, Schrubbi? Zurück, wo du hingehörst. Ich komme nicht an die Quizkarte ran. Och, das ist aber gemein. Hier. Geht es wieder um eine Beförderung für Putra? Ich habe ihr schon 100-mal gesagt, dass ich das niemals unterschreiben werde. Das nur ist eine Sache, Schrubbi. Jetzt, wo du der erste Schrubber bist, musst du den Schrubbi-Bericht ausfüllen. Nimm diesen Bericht, fülle ihn aus und gib ihn Iron Rose, damit sie ihn unterzeichnet. Manche sagen, dass es der Grog ist, der ein Piratenschiff am Laufen hält. Das ist es nicht. Es ist der Papierkram. Okay, also wir können in sein Büro rein, wir können auch Dinge interagieren, aber wenn wir zu weit nach hinten gehen, dann meckert er. Das heißt, ich komme nicht an die Quizkarte ran, was mich am meisten daran ärgert. So, Bericht des ersten Schrubbers. Missstände auf dem Schiff protokollieren und von Iron Rose unterschreiben lassen. Okay, können wir da irgendwas eintragen? Auch wieder? Aha. Das scheint gefährlich zu sein. Oh, ich zeige es lieber Iron Rose, so wie ich es tun soll. Das war auch wieder fälschen. Okay, können wir die Ratte? Ja. Geisterratten. Igitt. Gut, kann ich die... Ich werde mein Hemd wahrscheinlich in ein paar Wochen waschen, wenn es anfängt, Moos anzusetzen. Ach, ich dachte, ich kann die jetzt wieder kaputt machen und dann, die kaputte Wäschetrommel hier reklamieren, aber das geht nicht.
Claire. Kurz nochmal mit dir reden. Was willst du? Oh ja, das würde mich noch interessieren. Dass du Galit erstochen hast? Er hat zu viele Fragen gestellt. Wie viele Fragen hat er gestellt? Eine. Okay, ist klar, ist klar. Schleim. Schleim? Man sollte meinen, dass es auf einem Schiff die Möglichkeit gibt, das Wasser hin und wieder zu wechseln. Das ist ein Missstand. Ab in den Bild. Es würde ewig dauern, das hier alles aufzulisten. Also mache ich einfach einen pauschalen Eintrag für die ganze Kombüse. Zu schade, weil man hätte hier einfach alle Punkte abhaken können, die noch auf der Liste stehen. Dann direkt zum Oberdeck. Mal gucken. Ah, und Unterdeck vielleicht auch. Aufgebrochene Zaubertrankvorräte. Das kann doch, das muss doch ein Missstand sein. Es ist, als ob niemand auf dem Schiff etwas von Recycling gehört hätte. Ganz genau. So, außerdem können wir nochmal mit Iron Rose gleich reden. Aber erst gucken wir uns weiter um. Keiner am Steuer. Ein Missstand. Nein. Glocke, die Katze, denen geht's alles gut. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Ist es schon wieder soweit? Dann also an die Arbeit. Kommt zur Ordnung, ihr mörderischen, verräterischen Hunde! Warum ist der Kessel des Schiffes immer noch leer? Ich hatte doch einen mystischen Voodoo-Trank bestellt. Wenn ein Schiff richtig funktionieren soll, bla bla. Ja, das hat tatsächlich funktioniert. Das habe ich ja nicht gedacht. Das heißt, jetzt habe ich eine kurze Zeit, in der er nicht da ist, in der ich mich in sein Büro schleichen kann, um die Quizkarte zu besorgen. Ja, die Quizkarte nehmen. Die lösen wir gleich. Den Schleier nehmen. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer, nicht wirklich eine Karte. Es steht nur etwas drauf, aber es ist offensichtlich wichtig. Legen wir den Antrag einfach rein. Das sieht nicht im Entferntesten wie eine Karte aus. Er kann das sofort bemerken. Zeichne eine Karte drauf. Nein, kann man nicht. Die Einführungsbroschüre. Kann ich die drauflegen und er unterschreibt sie? Nein. Visitenkarte ist eine Karte. Ach, na gut, dann halt nicht. Moment, die Karte zum Mobbauen, ja? Eine Karte ist eine Karte. Ich glaube nicht, dass er den Unterschied bemerkt. Jetzt brauche ich nur noch ein einstimmiges Votum der Mannschaft. Kein Problem. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier, was wir machen können? Wärme spüren, Kunst bewundern? Ich glaube nicht. Die Mobbaumkarte. Ich dachte jetzt, dass er darauf unterzeichnet. Aber warum sollte er auf einer Karte unterzeichnen? Tatsächlich haben wir einfach nur die Karte geklaut, um das Geheimnis von Monkey Island zu finden, richtig? Die schauen wir uns einmal an. Chucks Karte zum Geheimnis. Ah ja, beginne deine Suche am roten Bärenstrauch, folge der steinernen Affenhand, bleib auf dem Weg beim Holzhuhn, schleich dich an den Bienen vorbei, beachte das Schild, das X markiert die Stelle. Das ist ja so einfach. Also diesmal werde ich es auch hoffentlich hinkriegen, den Anweisungen auf der Karte zu folgen. Was ist das für ein M hier? War das nicht auf unserer Holzbaumkarte auch drauf? Ist das Maps and More? Future hat ein überzeugendes Argument für eine Beförderung. So, Bericht des ersten Schrubbers. Zwei Dinge brauchen wir noch. Aber ich wollte gerade eigentlich irgendwas anderes machen. Die Quizkarte, natürlich. Wie lange kann Guybrush in diesem Spiel seinen Atem unter Wasser anhalten? Ha, okay. Im Original waren es 10 Minuten. Und das konnte man sogar ausprobieren, wenn man im ersten Monkey Island unter Wasser geblieben ist, an der Stelle, wo er von Fester Scheintop ins Wasser geworfen wird. Spoiler Alert. Konnte man da wirklich 10 Minuten abwarten und dann ist er ertrunken, was eigentlich ganz schön witzig ist. Aber in dem Spiel hat er aus irgendeinem Grund 2 Minuten weniger, nämlich nur 8 Minuten Luft. Keine Ahnung, warum sie das geändert haben, aber na gut. Yes, endlich mal wieder eine richtige. Es fühlt sich gut an, richtige Antworten zu geben. Okay, zum Laderaum. Da gibt es bestimmt einen Haufen Missstände. Zum Beispiel dieses vollkommen verdreckte Fenster, das geht ja wohl gar nicht. Und die Hühnerkacke geht wohl auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ektoplasma ist. Furchtbar. Das ist eklig. Und eine Rutschgefahr. Ja, wunderbar, das wäre einfacher, als ich dachte. Ich sollte Ihnen Iron Rose zeigen. Okay, haben wir noch Geisterhühnerfutter? Haben wir nicht. Dann nehme ich mal noch eine Handvoll mit für alle Fälle.
Und dann gehen wir nochmal gerade nach draußen, da ich eh noch tauchen wollte. Wie man hier sprinten kann. Das ist ein bisschen lustig. Ah, er ist hier. Oh, war einfacher als gedacht. Gib mir mal das nette Messer. Das ist das Wahlmesser von Flair Gorys Großmutter. Es ist eine Schönheit. Du Clown, das bringt doch nichts. Es hat mich nicht einmal gestört. Ja. Ich muss sagen, ich dachte, du wärst für immer weg. Ich hatte sogar eine nicht geringe Freude daran. Es braucht mehr als ein Bad, um den alten Gullet loszuwerden. Jetzt zieh mich hier raus, bevor ich dich an deinen eigenen Eingeweiden aufhänge, Schrubbi. Das erinnert mich an Bombi, den Zombie aus den Donald Duck Comics, der auf der Titanic sinkt und dann auf dem Meeresboden weiterläuft, um Dagobert Duck zu verfolgen. Das waren schöne Geschichten. Aber Bombi, der Zombie, war viel cooler als Gullet hier. Das heißt jetzt erster Schrubber. Was? Ich? LeChuck hat mir deinen Job gegeben. Dir? Unwahrscheinlich. Ich bevorzuge eine Managementrolle. Weniger Schmarotzen, mehr Faulenzen. Ich werde deine Bauchspeicheldrüse meiner Ratte als Kissen geben. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. Das ist mein freundlicher Ton, du plappernder Haufen Exkremente. Ich kann 10 Minuten. Er sagt es sogar, 10 Minuten. Und du? Nun, technisch gesehen muss ich gar nicht atmen. Aber es ist ein Reflex, nicht wahr? Ich kann nicht wirklich aufhören, es zu tun. Und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde man ertrinken. Also hol mich sofort hier raus, du kolossaler Trottel. Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. Stimmt nicht. Ich weiß, dass ich hier unten bin, oder? Ich schätze, wow. Da hast du recht. Ha! Kann man nicht argumentieren mit der Logik. Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Natürlich nicht. Glaubst du, ich habe es nicht schon versucht? Es ist eine Frage von Hebelwirkung. Damit meine ich, dass ich einen Hebel nehme und dir damit auf den Kopf haue, wenn du mich nicht sofort hier rausholst. Gut. Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu breit zerquetscht. Warum sagst du das? Falls du dir Sorgen machst, dass du lange festsitzen könntest. Wenn ich dich in die Finger kriege, werde ich deine beiden Beine essen, sie auskotzen und noch einmal essen. Es wäre also klug von mir, dir diese Gelegenheit nicht zu geben. War nett, mit dir zu reden, Gullet. Was meinst du damit, war nett, mit dir zu reden? Oh, das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich beende nur höflich unser Gespräch. Warte, nein. Hol mich hier raus, um Himmels Willen. Du Pavian, das wirst du mir büßen. Das fände ich eigentlich schon ganz witzig, wenn man ihn hier drin stecken lassen könnte. Aber ich denke mal, wir werden ihn aus irgendeinem Grund noch brauchen. Wie steckt er denn eigentlich fest? Er steckt dort am Ruder fest. Ja, wow, okay. Hebelwirkung. Haben wir irgendwas, was hier Hebelwirkung entfalten würde? Nicht so wirklich. Ja, können wir das Messer wieder reinstechen? Nein. Geisterhühnerfutter, damit er sich nicht verhungert? Nö, brauche er nicht. Ich muss nicht essen. Möchtest du ein paar Cracker? Nee. Visitenkarte? Oh, Moment mal, was? Pirate Times Redakteur Conrad Lee. Bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Das geht ja wirklich. Ich wollte nur erwähnen, dass ich einen Freund habe, der eine Zeitung herausgibt. Schön für dich. Ich bin für so etwas noch nicht ganz bereit. Also hau ab. Wow, die kann man bestimmt vielen Leuten zeigen. Moment, das muss ich gleich viel öfter ausprobieren. Okay, aber ich glaube, ich habe nichts dabei, was ihn hier rausholen kann. Und ich habe noch 4 Minuten 30 Luft. Und hier gibt es keine Quizkarten. Also ab nach oben. Das eigentliche Ziel des Spiels ist ja, alle Quizkarten zu beantworten. Das weiß man ja. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Da kann man den Anker noch nicht weit losschneiden oder so, ne? Das ist ja eigentlich irgendwo oben fest. Ich wundere, dass der Anker tatsächlich interagierbar ist, weil ich noch nicht weiß, wofür ich den brauche, wenn er hier vorne hängt, statt hinten, um den Typen zum Beispiel irgendwie rauszuangeln. Aber ich kriege ihn ja nicht los, also nach oben. Abschließend bleibt zu sagen, reißt euch zusammen oder die Aale werden an euren Kadavern nagen. Na gut, dann morgen um die gleiche Zeit. Wegtreten. Okay. War das genügend Unterhaltung für Bob? Wahrscheinlich nicht, das war keine Unterhaltung. Was machst du gern in deiner Freizeit? Oh, so ziemlich alles. Ich bin da einfach gestrickt. Ja. Korbflechterei? Nicht wirklich. Seemannslieder? Nee.
Holzschuhtanz? Nicht wirklich. Historische Romane? Ich lese gern. Aha. Meditation? Nicht so sehr. Bowling? Nicht so sehr. Jodeln? Nicht wirklich. Flohzirkus? Nicht wirklich. Biografien? Ich lese gern. Tischlerei? Nun, nein. Kiel holen? Nicht so sehr. Autobiografien? Ich lese gern. Ich glaube, da zeichnet sich ein Muster ab. Abenteuergeschichten? Ich lese gern. Reiseführer? Ich lese gern. Ich kann jetzt schon viel sagen. Selbsthilfebücher? Ich lese gern. Krimis? Ich lese gern. Schnitzen? Nee. Stickerei? Nun, nein. Pfeifen? Nee. Spekulative Fantasy? Ich lese gern. Philosophische Diskussion? Nun, nein. Improvisationstheater? Nicht so sehr. Schiffsmodellbau? Nicht wirklich. Könntest du dir einfach etwas aussuchen? Oh, alles ist in Ordnung. Ah, ich mag den Kerl, ich mag den Kerl. Okay, ja, so sehr ich Spaß dran hätte, jetzt hier wirklich komplett alle Optionen durchzuprobieren. Wahrscheinlich gibt es da noch gar ein Achievement am Ende dafür. Aber umso sehr, wenn ich jetzt um der Zuschauer willen hier mal gucken, ob wir was für ihn finden können. Wir hätten zum Beispiel hier eine wunderbare Broschüre. Wo ist die Broschüre hin? Karte, Bericht des ersten Schrubbers, Antrag auf Beförderung, Einführungsbroschüre. Möchtest du diese Broschüre lesen? Nein, danke. Das habe ich schon oft genug gelesen. Ja, okay. Na gut, war ja klar. Wie wär's mit dieser wunderbaren Visitenkarte? Aber die kann ich Ihnen nicht geben. Die konnte ich Gallet unten im Schiffsrumpf geben, aber nicht Applebob. Okay. Ein wunderschönes Bild konnte ich Ihnen nicht geben. Antrag auf Beförderung? Ist es was zu lesen? Möchtest du Putras Antrag auf Beförderung lesen? Oh, glaub mir, ich habe das schon oft erlebt. Ich glaube, so gern liest er überhaupt nicht. Den Bericht des ersten Schrubbers. Willst du alle Dinge sehen, die ich aufgelistet habe? Nein, danke. Ich mache meinen Job, du machst deinen. Ah. Okay. Oh, na gut. Nee, die Karte der Geheimnisse hätte ich ihm jetzt auch nicht zeigen wollen. Aber ich wollte mal. Oh, meine To-Do-Liste. Ah, oh, die kann ich ihm nicht zeigen. Ist kein interaktives Objekt. Ich könnte ihm meine Quizbuch ausleihen. Apropos, was für ein Chaos. Das sieht nach einem dauerhaften Fleck aus. Riecht schlimmer, als es aussieht. Kann man hier irgendwo eine weitere Quizkarte finden? Nein. Okay. Okay, aber Rose muss das Ding noch unterschreiben. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Ja, sehr gründlich. Siehst du? Ich bin gut in meinem Job. So weit würde ich nicht gehen. Okay. Hier, ich habe noch einen Haufen anderer Berichte, die der Captain unterschreiben muss. Warum nimmst du ihm nicht den ganzen Stapel? Aha, die der Captain unterschreiben muss. Sehr gut. Da kommt jetzt der Antrag der Beförderung mit rein. Das ist ja fast schon zu einfach. Es ist ein Stapel Papiere, darunter Putras Beförderungsunterlagen, die LeChuck unterschreiben muss. Wunderbar, das legen wir ihm gleich so vor, dann unterschreibt er das, kein Problem. So, was wolltest du nochmal haben? Du solltest trotzdem für Monkey Island stimmen. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Glaubenskrise, denn ich lasse mich nicht von LeChuck inspirieren, seinem Beispiel zu folgen. Okay. Sie will weiterhin nicht, das ist schade, die hat keinen Argument geliefert auch, warum sie nicht will. Oder zumindest weiß ich nicht mehr, was ihr Argument war, wenn sie jetzt hatte. Glaubenskrise, okay, schön und gut. Aber sie will auch nichts, also das ist problematisch. Okay, aber erstmal geben wir Flair noch ihr Messer zurück. Ich habe dein Messer gefunden. Das Messer meiner Großmutter. Danke, Schrubi. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber ich denke, ein Deal ist ein Deal. Ich stimme für deinen dummen Plan. Sehr gut. Eine Stimme haben wir. Gut. Dann geht's weiter mit dem Stapel der Papiere. Siehst du nicht, dass ich nachdenke? Mach es kurz, Schrubbi. Papierkram? Okay, her damit. Und jetzt zack, 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 zack. Ganz genau. Alles gestempelt.
Jetzt lass mir bitte etwas Ruhe und Frieden. Okay. Ah ja, wir verschwinden ja schon. Kein Grund, uns mit ihm anzulegen, wenn er genau das macht, was wir wollen. Der abgestempelte Antrag auf Beförderung. Es ist der Beförderungsantrag von Chefköchin Putra, der von LeChuck abgestempelt wurde. Das wollen wir doch gleich mal mitteilen, die gute Nachricht. Vielleicht kocht sie uns dann was. Dass LeChuck vielleicht die Beförderung rückgängig macht, das müssen wir ihr nicht sagen. Gute Nachrichten, Chefköchin Putra. Du wurdest offiziell befördert. Ich bin Chefköchin! Chefköchin Putra! Danke, Schrubbi. Du bist fantastisch. Ich schulde dir was. Erster Schrubber. So. Der Suppe zuhören. Es ist beruhigend auf eine seltsame Art und Weise. Was ist die Suppe des Tages? Einige ehemalige Besatzungsmitglieder, die es nicht geschafft haben. Das ist eine Delikatesse. Was habe ich gesagt? Ich habe behauptet, sie kocht uns dann das Alaska-Ding, aber... Erinnere mich daran, was du mir über den Pfeffer erzählt hast. Sie hat ja gar keinen Pfeffer. Er ist sehr, sehr, sehr scharf und sehr leer. Okay, ich rede nochmal mit ihr. Ich habe also vergessen, vielleicht war es doch was anderes, was sie jetzt als Chefköchin macht. Genau, doch, brennendes Alaska, jetzt, ja. Jetzt, wo du Chefköchin bist, würdest du mir brennendes Alaska zubereiten? Natürlich. Ich muss dich allerdings warnen. Es wird nicht sehr scharf sein. Das wird schon gehen. Du würdest die vollwertige Version sowieso nicht mögen. Okay, sie machen uns das Gericht. Die Schafe machen wir dann schon auf anderen Wege. Manche Chefköche verwenden heutzutage Schuppen aus der Dose. Aber ich würde nie eine derartige Abkürzung nehmen. Brennendes Alaska, extra mild. Danke. Soll ich mal rein? Ach, ich bin reiß rein. Ich kann nicht widerstehen. Leicht wie Seeschau. Okay, wir nehmen das mit. Okay, wie ich Monkey Island kenne, möchte ich ausprobieren, ob man es schärfer machen kann, indem man ein Messer reintut. Okay, man kann nicht. Ich nehme an, Geisterhühnerfutter hat auch keine Wirkung hier. Cracker, umgekehrt wäre schneller. Brennendes Alaska, einmal mit allem, geht nicht. Ah nein, 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 nicht weiter essen. Oh mein Gott. Ich esse das nicht leer. Okay, was kann man tun, um es schärfer zu machen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie hier nichts Scharfes hat, sonst hätte sie es reingetan, oder? Sicherheitsmaßnahmen, ich frage mich noch, ob man da rankommt. Da muss ziemlich Fieses drin sein. Ob man das irgendwie aufbekommt, aber das haben wir bis jetzt nicht hingekriegt. Es ist ein Stapel Papiere, die von LeChuck gestempelt wurden. Die bringe ich vielleicht Iron Rose, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten können wir schauen, wo wir sonst Schärfe herkriegen. Ich gehe erstmal nach oben. Bin noch gerade noch nicht sicher, ob ich da auf dem Schlauch stehe oder nicht. Plus, wir brauchen noch irgendwas zu lesen. Okay. Warte mal, steht Apple Bob überhaupt auf der Liste? Er steht... Ah, ach so, die Liste geht noch weiter. Scrollbalken übersehen. Ha, hab auch gerade gedacht, irgendwie waren das mehr als vier. Okay. Unterstützung von Putra, Flambe, Iron Rose, ja, wissen wir ja. Okay. Schärfe. Irgendwas Scharfes, irgendwas zu lesen. Scharf und lesen. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Feuer. Kann ich das anzünden? Kaum wärmer jetzt. Aber Feuer an sich ist schon mal keine schlechte Idee. Oh, die abgestempelten Papiere kann die. Mag die vielleicht Bob lesen? Oder ist ihm das auch zu langweilig? Ich müsste das auch langweiliger Papierkram, ne? Aber man weiß ja nie. Wie wär's mit ein bisschen leichter Lektüre? Machst du Witze? Das zu lesen klingt nach echter Arbeit. Klar. Hat er auch recht. Okay, dann gebe ich die Papiere mal an Iron Rose. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Das sind sowieso alle Sachen, die LeChuck absegnen muss. Aber hat er doch. Ach, komm. Das Bild. Ich weiß noch nicht, wofür wir das Bild haben. Aber es war eigentlich optional, das mitzunehmen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man es hier braucht, weil
Man muss das ja nicht dabei haben. Die Visitenkarte. Habe ich ihm die schon? Ach ja, die konnte ich ihm nicht geben. Das wäre doch perfekt für ihn. Pirate Times Redakteur Conrad Lee, bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Genau. Pirate Times. Die Pirate Times hätte ich gerne. Die würde ich Applebob geben. Okay. Enttäuschen wir einmal mit dem nicht brennenden Alaska. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Ach, nimm diese Monstrosität weg. Ihre Fadheit beleidigt mich schon aus der Ferne. Brennendes Alaska muss wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge sein. Yep. Eine Quizkarte. Yes. Was haben wir diesmal? Wer ist der hiesige Experte für Loom? Ja gut, das wissen wir. Das ist Cobb in der Scamba. Und alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Hey, ein Achievement. Ich habe 10 Fragen geschafft. Oh mein Gott. Das ist noch nicht so besonders viel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 Stück gibt es insgesamt. 10 Seiten zu 10 Quizfragen. Diese Dinger werden von Jahr zu Jahr raffinierter. Gut, da durchblicken bringt, glaube ich, nichts, aber ich tue es trotzdem noch einmal. Sieht aus, als hätten sie ihr Schädelproblem noch nicht gelöst. Gut. Woran kann er eigentlich erkennen, dass ihnen ein Schädel fehlt? Ich weiß eigentlich immer noch nicht, was das hier sein soll, übrigens. Wenn das jemand weiß, schreibt es mir mal in die Kommentare. Zaubertrankvorräte. Glühend. Glühend. Brennendes Alaska. Glühend. Das klingt vielversprechend, ist aber unpraktisch zum Mitnehmen. Brennendes Alaska in die Kanone. Nein. Ist aber unpraktisch zum Mitnehmen. Kann ich irgendwas anderes anzünden? Kann ich meinen Dolch... Wow! Okay, das war jetzt... Ich wollte eigentlich den Dolch heiß machen oder so, was eigentlich auch nicht so logisch ist, aber ich habe einfach das Ding abgeschnitten, rein damit und ab nach oben. Ich brenne ihm das genug. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Brennendes Alaska. Süße, giftige Erinnerungen meiner schattigen und giftigen Kindheit. Ach, der hat ja das Buch auch hier. Das war total logisch. Wie eine verlorene Liebe. Ich hab's vergessen, dass der hier liest. Ein Meisterwerk. Hey, da fehlt was. Ich, naja. Respekt, Schrubbi. Ich stehe in deiner Schuld. Ich hasse es, Schulden zu haben. Also sagen wir einfach, dass ich für dich stimmen werde, wenn wir das nächste Mal über deinen Plan sprechen. Den mit den Affen. Jawohl, sehr gut. Du liest das ja nicht. Kann ich es mir ausleihen? Sicher. Ich überlasse es dir für den Rest des Tages. Danke. Wunderbar. Und das geben wir natürlich dann... Was ist das? Ein Witz... Ah, Witzebuch war das genau. Das ist Flambés Unterwelt-Witzebuch. Mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Das ja, mal ein Beispiel. Nicht mal ein Beispielwitz. Na gut. Witzen über Dämonen und das geben wir jetzt noch Applebob. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Hey, das sieht vielversprechend aus. Danke, ich schulde dir was. Kann ich auf deine Stimme zählen, um nach Monkey Island zu gehen? Klar, kein Problem. Wunderbar. Damit haben wir 3 von 5 Stimmen. Und wir brauchen eigentlich nur noch die Überzeugung von Iron Rose, weil Putra wird mit ihr stimmen. Okay, das... Da würde ich sagen, wir waren so schnell diesmal, dass ich die Folge ein bisschen kürzer schneide. Dann kann ich direkt noch eine aufnehmen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.